Ein Verkäufer will bei Bares für Rares ein Möbelstück zu Geld machen, doch im Händlerraum wird's wild. Erst öffnet Julian Schmitz Avila, 37, plötzlich seine Hose, dann unterläuft den Kandidaten ein fataler Fehler. Barbara und Herbert Strehhuber aus dem fernen Sorberg, Bayern, haben einen stummen Diener mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, der bei ZDF-Moderator Horst Lichter, 62, sofort für leuchtende Augen sorgt. Wer sich jetzt fragt, was genau dahinter steckt, dem sei gesagt, dass es sich bei dem antiken Objekt um ein Möbel zur akkuraten Ablage von Kleidungsstücken handelt. Dieses möchte das Ehepaar nun für einen Bekannten veräußern. Experte Detlef Kümmel, 56, nimmt die Rarität anschließend genau unter die Lupe. Seiner Meinung nach stammt das Teil aus den 1950er Jahren und wurde in Italien gefertigt. Als Wunschpreis geben die Gäste aus Bayern eine Summe von 150 Euro an. Die Oberfläche muss zwar gemacht werden, aber es ist sonst wirklich in einem guten Zustand. Deshalb wäre ich preislich doch deutlich höher, erklärt der Sachverständige. Schließlich schätzt Kümmel den Wert des Dieners auf 200 bis 300 Euro. Wow, damit haben Barbara und Herbert nicht gerechnet. Hocherfreut nimmt das Ehepaar die Händlerkarte entgegen, nichts ahnend, dass sie gleich einen gravierenden Anfängerfehler begehen würden. Aber der Reihe nach. Noch bevor die Verkäufer den Händlerraum betreten, dürfen die potenziellen Käufer sich das Möbelstück nicht nur genauer ansehen, sondern im Idealfall auch selbst ausprobieren. Besonders Julian Schmitz Avila ist begeistert von dem Diener. So sehr, dass sich der Antiquitätenhändler direkt die Kleider vom Leib reißt. Als er nach dem Sakko auch noch die Hose ausziehen will, wird Kollegin Susanne Steiger, 41, dezent panisch. Julian, lass es, ruft die Juwelierin und stoppt die Stripshow. Danach geht es endlich in die Verhandlungen. Nach ihrem Gebot von 150 Euro fragt Sarah Schreiber, 37, den Verkäufer nach seinem Wunschpreis und Herbert antwortet tatsächlich, dass dieser mit den 150 Euro bereits erreicht sei. Mit einer solchen Verhandlungstaktik des Grauens stellt sich der Studiogast natürlich selbst ein Bein. Nach dieser Information ist die 37-Jährige nämlich nicht mehr bereit, mehr Geld für den Diener auszugeben. Auch die anderen Händler schütteln nur noch mit dem Kopf. Der Verkäufer wollte zwar eigentlich darauf hinaus, dass die Expertise höher war, konnte nach seiner Aussage aber nicht mehr zurück. Hier wäre sicher noch der ein oder andere Euro mehr drin gewesen. So geht der Zuschlag an die Auktionatorin.